Okay, das war doch einfach. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier vorne. Ja. Dann setze ich die Brücke doch am besten. Ah, falsch. Nee. Dahin. Ja, cool. So. Sehr okay. Gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ey! Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Ach. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Oh, ich hab dich auch ganz lieb. Ganz dolle. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Ah, jetzt ist sie weg. Okay. Jetzt kommt doch bestimmt mal ein kleiner Helfer hier. Da. Hier ja. Oben. Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich. Ah! Vogel, 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 Vogel! Ja, okay. Und jetzt? Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ach, dieses Zeichen an der Wand verrät mir, ich soll Brücken bauen. Dabei bin ich doch gar kein Brückenbauer. Haha. Flache Witze sind meine Spezialität. Was ist denn da jetzt gerade runtergefallen? Eine Kachel, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Orange und blau. Ich gehe jetzt mal da oben raus. Haha. Ich breche aus. Zumindest versuche ich es. Die Frage, wie komme ich hier hoch, beziehungsweise kann ich da überhaupt hoch? Wieso sind denn die Dinger da nicht portalfähig? Gibt's das nicht. Oh, hier hat mir was gemalt. Who are you? Wer bin ich? Ich bin ich und wer bist du? Ich glaube, hier kann ich gerade nicht weiter irgendwie. Ne. Oh. Naja, auf ein neues. Gucken wir mal, ob wir vielleicht doch da oben ausbrechen müssen. Oder ob wir das Level zu Ende machen müssen. Verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. So, da oben fällt die Decke runter. Da war ich ja schon, da ist nix. Habe ich den Knopf überhaupt schon gedrückt? Nee, ne?
dann fällt hier der Würfel runter. Gut. Den muss ich ja wohl... Oh, 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 jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Noch! Komm schon. Ich bin so ungeschickt. Ich fliege wie ein fetter Adler. Handelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. So. Orange hierhin. Ah, falsch. Orange hierhin. Blau hierhin. Knopf drücken. Hier durch. Blau drücken. Nee, ach. Das ist mit diesen Brücken immer tödlich, wenn man die falsch setzt. Kann sehr gefährlich sein. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Oh, wie freundlich von dir. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Das Einzige, was in meiner Akte steht, ist, sie war gut. Gut genug. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Was ist das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Wartet mal drauf. Gibt's hier noch eine bessere Ansicht davon? Ich glaube hier. Die sind einfach voll mit Kugeln. Ah genau, hier, pass mal auf. Die verschießen nicht die Kugeln, sondern komplett die gesamte Hülse mit Kugel, mit Federn. Was nämlich ziemlich schwachsinnig ist, weil die Dinger mit Pulver gefüllt sind. Das heißt, wenn man die hinten mit einem Stift anhaut, würde die Kugel ja rausfliegen. Aber die verschießen einfach komplett alles zusammen mit einer Feder. Sehr sinnlos. Das nenne ich mal Energieverschwendung. Hallo, mein Freund. Oh. Was aber auch schwachsinnig ist, dann können die eigentlich gar nicht knallen, weil da keine Patronen explodieren. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Aktiviert. Suche. Oh, ich häng fest. Okay. Ich habe mich selbst gerettet mit einer Portalkanone. Noch jemand da? Ziel verloren, da bist du. Tiefschlaf. Hallo. Was ich jetzt mache? Ich zerstöre jetzt beide auf einen Schlag. Jetzt muss ich das blaue Portal da hinsetzen. Na, hat doch nicht funktioniert. Cool. Oh, der Aufzugsschacht ist ein wenig verstopft. Ich hab einen Würfel. Den Würfeln kann ich doch immer. Habe ich mal im ersten Teil. Oh, auch gemacht. Genau. Gott sei Dank gibt es die Schwerkraft. Oh oh. Oh 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 oh. Das muss ich überleben, das muss ich überleben. Na komm schon um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Ah, oh, scheiße. Warum war ich auch so blöd und bin da runtergesprungen?
Das war furchtbar dämlich. Gucken wir erstmal da runter, ob wir den überhaupt treffen. Ne. Schade, schade. Dann muss ich das Portal wohl oder übel da hinsetzen. Ja. Schon besser. Hier ist halt noch irgendwo ein Roboter, ne? Ja, hier, auch hier. Oh, das hat überlebt. Der Arsch. Na also. Cool, cool. Das kann ich doch eigentlich, wenn ich da jetzt ein Portal drüber setze, wenn ich das schaffe, kann ich doch jetzt eigentlich dabei zugucken, wie der Würfel darüber fällt und den zerstört, oder? Wenn ich das orange Portal genau hier hinsetze. So. Oh. Jetzt hau ich ab. Ja, ich verschwinde. Kein Bock mehr für diese Schlampe zu arbeiten. Lohn ist auch scheiße. Ich darf dann immer nur 1000 Jahre schlafen oder so. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Oh, guck mal, so werden die Kammern gebaut. Da kommen Schlitten mit Platten und diese Roboter setzen einfach die Platten nach unten. Oh. Von wegen, ich bin abgehauen. Ich bin einfach wieder... ja. Erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 das war einfach. Jahren tot bist? Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Hm, eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ah, wie toll. Ich freue mich schon. Wir freuen uns alle. Ein medizinisches Experiment. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Oh, oh, oh. Ein Doktor aus in Mode. Soll ich die mal alle umbringen gehen hier? Cool. Also das Orangene kann ich jetzt einfach umsetzen. Oh. Das war vielleicht nicht meine beste Idee heute. Was muss ich überhaupt machen?